Herzlich willkommen bei Leben mit der Energiewende TV. Der unrealistische Kohleausstieg lautet das Thema unserer heutigen Sendung. Deutschland steigt aus der Kohle aus. Das war die Top-Meldung, zumindest im Klimaschutz für uns im letzten Jahr, erst 2038. Aber immerhin haben wir gedacht, zumindest ist nach dem Atomausstieg jetzt auch der Kohleausstieg beschlossen. Eine Kohlekommission, Vertreter der Energiewirtschaft, Vertreter der Umweltschutzverbände, der Naturverbände haben sich nach langen, langen Zähnringen zusammengefunden. Die Ergebnisse waren ein klassischer Kompromiss, ein schmerzhafter Kompromiss für den Klimaschutz, aber immerhin, der Kompromiss war da. War ist die richtige Bezeichnung. Wir alle haben gedacht, der Kohlekompromiss wird jetzt sofort in Gesetzeslage umgewandelt, aber stattdessen wurde dieser Kohlekompromiss nochmal aufgeknotet. Deshalb habe ich heute auch ein schwarzes Sakko an, nicht wegen der Kohle, sondern weil der Kohlekompromiss eigentlich von der Bundesregierung beerdigt worden ist. Denn das, was jetzt gesetzt werden soll, ist nicht das, was die Kohlekommission beschlossen hat. Mein Studiogast heute ist Ture Traber von der Energy Watch Group. Herr Traber, ist das eigentlich im korporatistischen Deutschland, wo wir Verhandlungslösungen in solchen Kommissionen haben, ist das ein normaler Weg, dass die Regierung sagt, so, der Kohlekompromiss wird jetzt gemacht, wir knoten das wieder auf, wir packen was anderes rein, nennen das trotzdem Kohlekompromiss. Im Prinzip findet doch jetzt hier ein Etikettenschwindel statt. Das kann man so sehen. Es war natürlich alles nicht rechtlich bindend, was man da vorher verhandelt hat. Natürlich ist schade, dass der Reputation der Regierung, wenn man sich auf Beschlüsse einlässt oder auch aller Beteiligten, wenn man sich auf Beschlüsse einlässt, die man nachher nicht umsetzt und nach einem Jahr eigentlich was ganz anderes nachher beschlossen wird oder was deutlich anderes als bisher, was vorher vereinbart. Ich denke, dass es aber nicht untypisch ist für solche Sachen, für solche politischen Langzeitpläne. Das ist für mich Planwirtschaft und da gibt es immer ein großes Fragezeichen am Ende, was dann wirklich bei rauskommt. Der Kohlekompromiss, deshalb heißt er ja auch so, ist jetzt nicht so gewesen, dass wir alle sagen können, hurra, jetzt haben wir das geschafft, die Kohle ist weg. 2038, schon bei dem Kohlekompromiss, wie er früher war, wissen wir, dass wir unsere Klimaschutzziele gar nicht erreichen können. Jetzt wird das Ganze nochmal weiter aufgeweicht und viele Organisationen und Verbände können dem gar nicht mehr zustimmen und trotzdem wird das jetzt sozusagen durchgepeitscht. Hat sich wieder mal die alte Energielobby bei der Bundesregierung nachträglich noch durchgesetzt? Ja, das scheint ganz so zu sein. Auf jeden Fall profitiert die alte Energielobby oder besser gesagt die dahinterstehenden Unternehmen ganz deutlich. Es gab ja auch zum Beispiel positive Entwicklungen auf dem Aktienmarkt, zum Beispiel für RWE, nachdem das bekannt worden ist, wie das geregelt wird mit den Abfindungen, mit den über 4 Milliarden Abfindungen. Das zeigt ja, dass letztendlich sogar mehr Entschädigungen, mehr Abfindungen gezahlt werden, als der Markt das vorher erwartet hat und dadurch auch das Kurs Plus für RWE. Mhm. Natürlich, das sind Milliarden, die direkt dort in die Taschen gehen. Warum das, was die Regierung sich jetzt als neuen Kohleausstieg zusammenreimt, niemals Realität werden kann, das wollen wir in der heutigen Sendung besprechen. Aber mal ganz kurz am Anfang etwas zu den Punkten, warum dieser sogenannte Kohlekompromiss, aufgeknotete Kohlekompromiss, so kritisiert wird. Wir haben eine Grafik, es geht ja um die Abschaltung von Kohlekraftwerken und in der Grafik können wir jetzt mal sehen, wo was abgeschaltet werden soll. Sie sehen die vielen bunten Punkte und wenn Sie jetzt bitte mal auf die grünen Punkte achten, dann haben wir hier bis 2022, sehen Sie hier im Rheinischen Revier wird was abgeschaltet. Hier rechts im Lausitzer Revier, wo die ganze Braunkohle ist, passiert erstmal gar nichts. So, das heißt, wir haben praktisch eine Abschaltung erstmal 2022, dann passiert bis 2005 gar nichts und dann sehen Sie die gelben Punkte. 2025 sehen Sie einen Knopf hier unten und zwei Knöpfe hier drüben und dann setzt eine lange Pause ein. Dann geht es 2028, 2029 erst weiter. Das heißt, Sie können hier sehen, dann 2028, 2029, da passiert dann was im Rheinischen Revier und auch im Lausitzer Revier. Aber zwischen 2022 und 2028 passiert kaum was. Und zum Schluss 2034 bis 2035, da ist überhaupt nichts farbig gekennzeichnet. Und dann erst ganz zum Schluss 2038 die schwarzen Knöpfe, da gehen die letzten Braunkohlekraftwerke vom Netz. Und die weißen Punkte, die Sie auf der Grafik sehen, die
zeigen die Steinkohlenkraftwerke und da passiert gar nichts. Da gibt es noch überhaupt gar keinen Zeitplan, wann die abgeschaltet werden. Herr Traber, wir sehen also, 2022 passiert was und dann geht es erst wieder so richtig 2028 los. Nach dem Plan gibt es lange, lange, lange Pausen in der Abschaltung von Braunkohlekraftwerken. Das wird auf jeden Fall so nicht realistisch sein. So kommt man nicht an die Klimaziele ran. Also das heißt, ein Jahr wird nichts passieren letztendlich, wenn man die dann auch noch weiterhin so betreiben würde wie bisher. Auf der anderen Seite sagt der Markt ja schon was ganz anderes. Der Markt sagt, nimmt sie weg. Sie bringen kein Geld mehr. Daher ist das für mich alles ein wenig hypothetisch, diese Pläne. Aber sie sind auch auf jeden Fall bei weitem nicht hinreichend, weil wir brauchen aus unserer Sicht, aus der Sicht der Energy Watch Group, einen kompletten Umstieg bis 2030 schon. Das heißt, da müssen wir schon 100% erneuerbare Energien haben. Und wenn es dann 2035 wird, dann sei es okay. Aber das muss das Ziel sein. Und da kann man nicht anfangen zu planen, bis 2028 fängt dann irgendwann an einen Kohleausstieg, der mit einem riesigen Korsett an Abfindungen einhergeht und völlig marktfern. Das lässt im Übrigen auch das europäische Recht nicht zu, weil dort werden die Kohlebetreiber oder die Bundesregierung, die plant, diesen Kohlebetreibern Abfindungen zu geben, ein großes Problem haben mit der Beihilfegesetzgebung, weil es dort nicht gestattet ist, einfach ohne einen wirklich triftigen Grund, eine Notwendigkeit, solche Beihilfen zu gewähren. Dazu kommen wir nochmal zu der Frage der Rechtmäßigkeit dieses Planes. Schauen wir nochmal in eine Grafik, den Stilllegungspfad der Braunkohle. Da sieht man das, was ich gerade vorgestellt habe, nochmal ganz intensiv. Sie sehen hier diese drei grünen Säulen. Und jetzt sehen Sie hier zum Beispiel, bis 31.12.2020 werden ein paar Blöcke abgeschaltet. Und da können Sie links sehen, alle im Rheinland hier, alle im Rheinland. So, Herr Traber, schauen Sie mal hier, das sind ja Kraftwerke 1959 bis 76. Das sind ja hier alles Kraftwerke, die sind ja eh am Ende, oder? Die sind ökonomisch, erstens sind sie längst abgeschrieben, zweitens haben sie kaum noch Marktwert, weil sie keine Zukunft haben. Drittens sind sie auch noch technisch veraltet und eben enorme Emissionsschleudern. Eins davon gehört zu den dreckigsten Kraftwerken, zu den drei dreckigsten Kraftwerken, die wir in Europa haben. Kühltürme mit 200 Meter. Diese Kraftwerke hätten sowieso keinen Bestand gehabt. Die standen eh vor der kompletten Stilllegung. Ganz genau so ist es. Aber auf dem unteren Teil der Grafik wird es jetzt auch nicht besser, wenn ich da Jänschwalde zum Beispiel sehe. Das ist noch ein Kraftwerk. Ja, das ist ein Kraftwerk, das noch mit sowjetischen Generatoren arbeitet. Also das ist auch also in den 80er Jahren gebaut worden, 80er Jahre geplant worden, in Betrieb genommen, sehe ich hier. Das sind uralte Kraftwerke, die wirklich ganz weit weg sind von dem Markt und wir haben wunderbare Möglichkeiten, das zu ersetzen. Also die zweite Säule ist deshalb interessant. Jetzt schauen Sie mal hier. Sie sehen hier 2022 und dann passiert bis 2025 gar nichts. Drei Jahre geht kein einziges Braunkohlekraftwerk vom Netz. Und dann hier Jänschwalde, ist so ein schönes Ergebnis, das Gebiet ist ausgekohlt, geht auch noch in die Sicherheitsbereitschaft. Das heißt, ein uraltes Kraftwerk kriegt auch noch Geld, um theoretisch wieder angefahren werden zu können. So, dann 2025 die drei alten Heuler, dann wieder drei Jahre Pause und dann geht es bis 2029 und jetzt wird es noch schöner. Dann gibt es fünf Jahre Pause bis 2034, dann geht es auch erst weiter. Also Herr Traber, das ist ja eigentlich kein Kohleabschaltplan, das ist ja eigentlich ein Kohleerhaltungsplan. So sieht's aus. Also es gibt natürlich Garantien dann auch, dass sie weiter betrieben werden dürfen und dann wahrscheinlich wird es dann irgendwann das Argument umgedreht und sozusagen dann weiter betrieben werden sollen. Weil die Bundesnetzplanung richtet sich ja nach diesen Plänen und wenn dann diese ganze Planung auf diese Kraftwerke aufgebaut wird, dann gibt es irgendwann dann auch nicht mehr so großen Spielraum, die dann wirklich wegzunehmen. Ne? Also ich frage es nochmal, das heißt, wir haben es hier eigentlich mit teilweise uralten Kraftwerken zu tun, die eigentlich abgeschrieben sind, die aus dem Betrieb gegangen sind. Die erhalten jetzt sozusagen eigentlich eine Betriebsperspektive, genauso wie Sie sagen, die stehen im Plan drin, die Bundesnetzplanung wird danach gemacht. Das heißt, man hält eigentlich Uraltkraftwerke am Leben, die aus ökonomischen Gesichtspunkten niemals diese Abschlusszeiten erreichen würden. Absolut, genau. Und das, die ganze Illusion von einer Marktorientierung oder das macht
eine Marktorientierung illusorisch. Man redet immer vom Strommarkt und der Markt würde was richten und sonst wie. Das wird ad absurdum geführt hier. Dadurch, ja, genau. Und wenn man eine nähere Marktperspektive irgendwie hinbekommen würde, dann würde man eben nicht solche Planungsvorgaben da gewähren. Das heißt, die Kohleindustrie kann im Grunde genommen nach dem Plan bis 2038 planen. Sie kann auf ein Gesetz pochen, kann sagen, solange dürfen wir das halten. Und selbst wenn wir denn dann später nochmal sozusagen rangehen würden an die Kohlekraftwerke, weil wir sagen, wir erreichen unsere Klimaschutzziele nicht, würde die Energiewirtschaft kommen und sagen, aber wir haben ja eine Betriebsgenehmigung. Wenn wir jetzt nochmal was früher abschalten wollen, wird es noch teurer für euch, weil wir haben ein Gesetz. Ich sehe das ganz ähnlich, genau, aber ich würde auch gerne nochmal wieder zurück auf heute kommen. Was heißt das denn für heute? Genau, wir haben letztendlich noch Betriebsgenehmigungen, die werden unterstützt mit diesen Ausgleichszahlungen oder mit diesen Förderungen. Letztendlich sind es Förderungen. Aber es wird auch keine klare Perspektive zum Ende hin gemacht. Und das läuft völlig zuwider der tatsächlichen Marktentwicklung. Also es ist wieder ein sehr windelweicher Kompromiss, würde ich sagen, der uns sogar in die falsche Richtung führt, also der uns sozusagen einsperrt in die Energieversorgung der Vergangenheit. Ja, Ture Traber hat es schon anklingen lassen und jetzt kommen wir zu dem Lieblingsaspekt des Gespräches von Ture Traber in der Sendung. Wir haben ja gedacht, Mensch, der Kohleausstieg stellt sicher, wie der Atomausstieg, dass wir aus der Kohle rausgehen. Und das war für mich eigentlich auch der Effekt. Beim Atomausstieg war es ähnlich, viel zu spät, wir steigen viel zu spät aus, aber wir steigen aus. So war mein Eindruck beim Kohlekompromiss, wir steigen aus. Sie sagen, den Kohleausstieg hätten wir wahrscheinlich gar nicht verhandeln brauchen, weil die Kohle eh keine wirtschaftliche Perspektive mehr hat bis dahin, bis 2038. Das sollte sie auf jeden Fall nicht. Wenn irgendwie realistischer Klimaschutz betrieben wird, dann wird auf jeden Fall ein Ausbau der erneuerbaren Energien erfolgen und auf der anderen Seite ein strikter Emissionshandel den Emissionspreis recht weit hochtreiben oder zumindest auf dem Niveau belassen, wie er heute ist, bei ungefähr 27 Euro pro Tonne CO2, so grob. Und dann gibt es keine ökonomische Perspektive mehr. Also mein Marktausblick, da steht schon auch noch eine gewisse Klimapolitik und eine Anstrengung des Ausbaus erneuerbarer Energien dahinter. Wenn man das natürlich alles nicht will und vorher schon obstruieren will oder da Hindernisse in den Weg räumen will, den erneuerbaren Energien, dann macht man so ein Papier. Ja. Für die Zuschauer, die den großen Fehler machen, sich nicht pausenlos rund um die Uhr mit der Energiewende und dem Kohleausstieg zu beschäftigen, müssen wir das nochmal so ein bisschen erläutern. Wir haben auf europäischer Ebene einen Emissionshandel. Das heißt, wir können einfach nicht CO2 in die Luft blasen. Es gibt natürlich bestimmte Kontingente, aber danach wird es eben teuer. Und der europäische Emissionshandel will ja eigentlich die Verschmutzungsrechte absenken. Und das heißt, wenn ich dann verschmutzen will, muss ich eben pro Tonne CO2 einen Preis bezahlen. Das würde die Braunkohlekraftwerke treffen und noch stärker treffen. Und das ist, glaube ich, der Aspekt, den Sie meinen, dass damit mit dem Emissionspreis, der gezahlt werden muss, abzüglich der immer günstiger werdenden regenerativen Energieträger, ein Kohlekraftwerk wirtschaftlich auf absehbare Zeit nicht mehr betrieben werden kann. Ganz genau, die Benutzungsstunden der Kraftwerke gehen ja auch schon drastisch zurück. In den letzten 2, 3 Jahren ist die Auslastung dieser Kraftwerke stark zurückgegangen. Damit zeigt sich letztendlich, dass marktorientiert die gar nicht mehr wettbewerbsfähig sind, auch nachdem sie gebaut worden sind. Also die Anlagen sind abgeschriebene Altanlagen. Und als Anlagentyp sind sie sowieso nicht wettbewerbsfähig, aber also für Neuinvestitionen, aber auch selbst im Markt, wenn sie jetzt schon dort stehen, also wenn die Investitionen schon getätigt worden sind, können sie kaum noch im Markt sich durchsetzen. Und wenn ich jetzt von, wie Sie sagen, der Emissionshandel wirkt eben belastend für die Kohlekraftwerke und da der Emissionshandel auch immer schärfer werden muss, aus Klimagründen, da sind sich ja alle einig, deswegen haben wir ja den Emissionshandel, dann werden auch die Emissionspreise anziehen nach und nach. Und das heißt, die Kohle wird immer weniger wettbewerbsfähig. Und auf der anderen Seite, das hatten Sie noch nicht genannt, gibt es ja die erneuerbaren Energien, die dann auf der anderen Seite den Strompreis langfristig ausmachen werden. Und die sind halt viel günstiger als auch nur diese reinen Betriebskosten der Braunkohle- und Steinkohlekraftwerke.
Sie haben gerade von 27 Tonnen CO2-Emissionspreis gesprochen. Ich kann mich noch erinnern, vor 5 oder 6 Jahren wurde schon prognostiziert, dass wir bei 32 Euro pro Tonne sein sollten. Haben wir alles gar nicht erreicht. Egal, den Preis haben wir. Aber Sie haben gesagt, selbst wenn es auf 27 Euro stehen bleibt, aber die Verknappung der Emissionszertifikate, die ausgegeben werden, werden die Preise der Emissionszertifikate ja in 5 oder 10 Jahren höher treiben als die 27 Euro, von denen Sie gerade sprachen. Bei allen Möglichkeiten schon. Also bei den Normalannahmen wird das auf jeden Fall so sein. Wenn man sich eben noch ein bisschen auf den Emissionshandel verlässt, wir haben konkrete Ziele der Europäischen Union, wie der Ausblick für den Emissionshandel ist. Und da werden eben die Emissionszertifikate, die zur Verfügung stehen, noch um viele, viele Prozent abgesenkt. Also 20 bis 30% noch in den nächsten 10, 20 Jahren wird die Menge der bereitgestellten CO2-Zertifikate gesenkt werden und gleichzeitig wird dann entsprechend jeder normalen Marktlogik dann auch der Preis hochgehen und damit eben die Wettbewerbsfähigkeit von Kohle weiter sinken. Der aufgeknüpfte Kohlekompromiss hat auch einen anderen großen Nachteil, nämlich der Ausbau der Erneuerbaren wird nicht festgeschrieben, wird nicht beschleunigt. Das heißt, wenn wir es so machen, wie die Bundesregierung es jetzt plant, dann haben wir gar nicht die erneuerbaren Kapazitäten zur Verfügung. Sie wissen jetzt in anderen Punkten, Windenergieausbau ist faktisch kaum mehr möglich. Wir haben so wenig ausgebaut wie noch nie im letzten Jahr. Das würde dann dazu führen, dass wir mit diesem teuflischen Plan, der da ist, auf die Kohlekraftwerke langfristig angewiesen sind und die Kohleindustrie sagen kann, tja, das ist der Preis für unsere Stromlieferung. Das ist das erschreckende Bild. Ja, man kann sagen, man läuft auf eine Stromlücke zu, wenn wir die Erneuerbaren nicht ausbauen. Wir können nicht gleichzeitig alle Kraftwerke abschalten und trotzdem eben keine Erneuerbaren dazu bauen. Also PV wird man so schnell nicht abwürgen können, aber es wird verlangsamt sich auch stark. Und ganz richtig, wie Sie sagen, onshore, also auf dem Land ist der Windkraftausbau bald nicht mehr sichtbar und offshore, also auf dem Meer, sehen die Perspektiven auch nicht so gut aus. Also da ist man auch irgendwann am Ende der Fahnenstange angelangt. Das heißt, wenn wir nicht zu einer vernünftigen Politik des Ausbaus der Windkraft, insbesondere an Land, kommen, dann geht es so weit, dass wir eines Tages sogar angewiesen sind auf die alten Kohlemeiler, die dann aber eigentlich schon dann 60, 70 Jahre teilweise alt sind und wirklich ja, also teilweise ja, im Krieg geplant worden sind Wissen, was wahrscheinlich. passieren kann? Dass wir einfach dann günstigen Ökostrom aus dem Ausland importieren, weil der auch die Braunkohle bei uns niederkonkurrieren kann. Dafür haben wir auch nicht die Netze, sage ich jetzt mal, im großen Wusste ich, dass Stil. Sie das sagen. Wir exportieren ja noch Ja. ganz fleißig im Moment, aber nein, wir werden so eine Größenordnung, wie wir selber verbrauchen, niemals importieren Ja. können. Ja. Nee, das müssen wir schon, die Hausaufgaben müssen wir schon selber zu Hause machen. Also die Quintessenz wäre jetzt aus dem, was Sie gesehen haben, wir haben einen Kohleausstieg, der ein Kohlebeibehalt ist. Wir haben Abschaltpläne, die im Grunde genommen die ökonomische Dauer weit, weit überschreitet, als wenn wir den Markt laufen lassen. Das provoziert für mich natürlich die Frage, dann wäre es ja fast besser gewesen, wenn wir jetzt mal die ökonomischen Gesichtspunkte sehen. Die Erneuerbaren drängen auf dem Markt vor, sind preisgünstiger. Dann wäre ja eigentlich gar kein Kohleausstiegsgesetz besser als das, was wir jetzt bekommen. Das ist meine Meinung, absolut. Er Schön, strahlt dass mich du das, an. ist schön, schön, dass wir da endlich mal Konsens haben. Aber doch immer. Ja, also hätte man ja eigentlich die Marktkräfte da walten lassen können. In diesem Falle schon, ja, auf jeden Fall. Also natürlich, im Markt, im Strombereich funktioniert aus meiner Sicht ehrlich gesagt sowieso nur so, oh la la. Es gibt ja eben diese Differenzen zwischen Nord und Süd in Deutschland, die der Strommarkt überhaupt nicht widerspiegelt, zum Beispiel. Darf er auch nicht, wegen Gleichheit der Lebensverhältnisse, wie auch immer. Aber der Markt ist halt schon auch begrenzt, muss man ehrlich sagen. Und die Erneuerbaren werden auch nicht nur vom Markt getrieben, sondern dem muss man schon auch die Tür öffnen, den kann man nicht die Tür vor der Nase schmeißen. Die Netze müssen natürlich in die Richtung gebaut werden und solche Geschichten. Das ist natürlich auch richtig. Aber wenn man da eben den richtigen Rahmen setzt, dann kommen die Erneuerbaren von alleine, ohne dass man viel draufzahlen muss. Und für 4,3 Milliarden Euro oder 4,4 Milliarden rund würde man eine ganze Menge erneuerbaren Energien bekommen, gerade auch in den Regionen, die es nötig haben, weil sie eventuell unter dem Kohleausstieg leiden. Es gibt gerade eine neue Studie, wenn ich das noch
erwähnen Ganz kurz, die kann. 4,4 Milliarden sind sozusagen das Geld, was bereitgestellt wird, um sozusagen die Reserve zu haben. Genau, das ist das, was jetzt eigentlich im Kompromiss so drinsteht als Abfindung für die Kraftwerksbetreiber im Westen und im Osten der Republik. Genau, 4,4 Milliarden, das wäre eine Menge Geld für den Ausbau erneuerbaren Energien auf der einen Seite. Aber was wollte ich sagen? Wo hast du mich unterbrochen? Emissionshandel, waren wir durch? Ja, ich wollte eigentlich auch noch einen ganz anderen Aspekt, den haben Sie vorhin schon genannt. Das ist etwas, was eigentlich in Europa und bei uns in der Öffentlichkeit überhaupt nicht wahrgenommen wird. Ture Traber hat es gerade schon angedeutet. Subventionen sind nach EU-Recht verboten. Und wir haben es hier mit einer klaren Subvention zu tun. Also wir müssen sehen, der Energiemarkt ist ja etwas, der nicht nur national funktioniert, der international funktioniert, der europäisch funktioniert. So, diese Zahlung von 4,4 Milliarden und die Garantie, diese Kraftwerke so lange betreiben zu können, das ist eine Klage vor europäischer Gerichtsbarkeit. Das geht nicht so ohne weiteres durch, oder? Nee, genau. Das wird Probleme bekommen, nach unserer Sicht. Die ist übrigens unterstützt auch von Client Earth, die gerade ein Schreiben an die Bundesregierung gerichtet hat, in dem Sinne, dass da zu befürchten ist, dass das europäische Beihilferecht es überhaupt nicht hergibt, diese 4,4 Milliarden einfach mal so an die Betreiber zu verteilen, weil, genau wie du sagst, das eigentlich eine Subvention darstellt. Und um das zu gestatten, müsste das eine Notwendigkeit haben erstmal, und es müsste auch sinnvolle Anreize setzen, und beide Sachen sind aus meiner Sicht nicht gegeben. Also notwendig ist es eben nicht, weil der Markt diese Kraftwerke im Moment schon rausdrängt. Also insofern ist diese Notwendigkeit schon mal nicht gegeben, und anreizperspektivisch gibt es auch nicht die richtigen Signale, weil man letztendlich die Dinosaurier unterstützt, und das gibt überhaupt keinen Sinn, sowas als zukunftsweisend zu bezeichnen. Das ist genau das Gegenteil. Man würde ja sozusagen die Vergangenheit subventionieren, und aus dem Grund ist das aus meiner Sicht völlig abwegig. Das ist ja auch das Irre. Normalerweise würde man sagen, natürlich hat der Staat mit seinen Steuermitteln die Aufgabe, bestimmte Entwicklungen zu machen, Technologiepolitik zu betreiben, Anreiz zu geben. Aber der Anreiz ist ja hier nicht etwas Neues zu machen, sondern der Anreiz ist ja hier etwas Altes, eine alte Struktur zu konservieren. Und das geht nach EU-Recht garantiert nicht durch. Die Bundesregierung weiß das, müsste das aber eigentlich auch wissen. Warum wird es trotzdem gemacht? Man kann ja ein Jahr jetzt so weitermachen. Es ist ja wieder Zeit. Ein Jahr ist ja lange. Aus Sicht der Bundesregierung scheint ein Jahr ein sehr langer Zeitraum zu sein. Und wollen wir mal sehen, was in einem Jahr ist. Ich denke, so wird hier auch verschoben, vertagt. Das kennen wir auch aus anderen Politikbereichen, wenn man so an den Verkehrssektor beispielsweise denkt und was das Bundesverkehrsministerium so auf den Weg bringt. Das ist ja auch letztendlich kein Plan, aber das spiegelt sich hier auch wieder. Was besonders dramatisch ist jetzt bei diesem Punkt, ist ganz einfach, es gibt ja Visionen, wie wir den Umstieg schaffen. Es gibt Verpflichtungen der Bundesrepublik, Pariser Klimaschutzabkommen, bestimmte Reduktionen von CO2 zu erreichen. Nach diesem Plan wird das auf keinen Fall funktionieren. Finde ich auch interessant. Die Bundesregierung, die Bundesrepublik, Frau Merkel unterschreibt Verpflichtungserklärungen für das Pariser Klimaschutzabkommen, und dann gibt es ein nationales Gesetz zum Kohleausstieg, mit dem das überhaupt nicht mehr zu erreichen ist. Also es ist völlig widersprüchlich, was wir international unterschreiben und national dann in Gesetze umsetzen. Und es verhindert eigentlich den Umbau unseres Energiesystems. Die Energy Watch Group hat ja mal nachgewiesen in einer Studie, dass es gehen würde. Was müsste jetzt eigentlich nach Ansicht der Energy Watch Group passieren in der Entwicklung? Wie würde die Energy Watch Group die Kohlekraft aus dem Netz rausschmeißen? Ja, genau. Schön, dass du das ansprichst. Im April letzten Jahres hatten wir eine große weltweite Studie gemacht, abgeschlossen, in dem gezeigt wird, dass es weltweit Möglichkeiten gibt, 100% erneuerbare Energien zu machen, das zu günstigeren Kosten als unserem bisherigen Stromsystem, auch in Deutschland, aber auch weltweit. Genau, und da wäre der Plan, also es ist natürlich alles eine Modellberechnung, kostenminimale Modellberechnung, wie wir zum klimaneutralen Land werden. Und dort zeigt sich dann,
dass eben zuerst ganz klar der Ausbau erneuerbarer Energien steht, Photovoltaik, aber zuerst Wind an Land, das ist in Deutschland die kostengünstigste Option im Moment. Aber das muss ja gleichzeitig einhergehen mit einem Ausbau beispielsweise von Wärmepumpen und auch Batteriespeichern, die dann wirklich auch das Versorgungssicherheits Problem angehen, dass ja immer den Erneuerbaren vorgehalten wird, sie können gar nicht eine Vollversorgung über das ganze Jahr gewährleisten. Das haben wir eben auch durchgerechnet, dass es durchaus finanzierbar ist, eben Speicher daneben zu stellen, also Batteriespeicher oder man könnte auch Wasserstoff dann speichern perspektivisch. Und diese Sachen, die müssen alle ausgebaut werden. Also nicht zuletzt die Wärmepumpe, um das nochmal zu sagen. Also sprich, im Wohnbereich muss da auch viel getan werden und das muss angeschoben werden. Was besonders schade ist, dass diese Kohlegarantie im Grunde genommen den Strukturwandel verhindert. Die Bundesländer, zum Beispiel Brandenburg allen voran, sind ja sehr interessiert gewesen oder sind sehr interessiert, ihre Braunkohlereviere zu behalten. Aber das verändert eigentlich den Strukturwandel auch und gerade in der Region. Auch in Brandenburg sind viele Arbeitsplätze verloren gegangen, weil Braunkohlegebiete neu aufgebracht werden sollten. Und das ist ja auch eine Kritik an dem jetzigen Kohleplan, dass die Devastierung nicht endgültig gestoppt ist. Und im Grunde genommen verhindert eigentlich dieser Plan und dieses Gesetz Strukturwandel. Es könnten doch im Bereich Erneuerbare sehr viel mehr Arbeitsplätze geschaffen werden, als man gegenwärtig versucht, durch so etwas an Arbeitsplätzen auch zu erhalten. Genau, da hatte ich kurz vorhin schon angesprochen. Es gibt eine neue Studie auch, die das wiederum bestätigt mit den Arbeitsplätzen. Nicht nur unsere Studie hat das gezeigt, dass auch weltweit eben mehr Arbeitsplätze geschaffen werden können, als verloren gehen in den fossilen nuklearen Industrien. Aber eben für Europa wurde das gerade kürzlich, letzte Woche ist eine Studie veröffentlicht worden vom Joint Research Center in Petten in Niederlanden, also im gemeinsamen Forschungsinstitut der Europäischen Union, das klar zeigt, dass letztendlich weit mehr Jobs durch erneuerbare Energien geschaffen werden können, insbesondere in Deutschland während des Ausstiegs aus der Braunkohle und der Steinkohle. Also da werden beispielsweise in Brandenburg durchaus 16.000 Arbeitsplätze gerechnet, die dazukommen können. Aber das hören wir eben in den Medien nicht. Und das ist einfach eine wichtige Perspektive, die man einfach immer noch dazu nennen muss, wenn man über diese Energiethemen spricht. Zum Schluss, es wird ja immer wieder, die Atomenergie geistert ja immer wieder durch die Öffentlichkeit und es gibt immer wieder neue Papiere, die sagen, ja, lass uns Atomenergie machen, weil dann können wir CO2 reduzieren. Und es wird immer nix, aus folgendem Grund, nicht nur, weil wir nicht wissen, wo wir mit dem Atommüll hin sollen, sondern weil wir eigentlich wissen, dass die Atomenergie ökonomisch gar keine Perspektive hat. Das ist meiner Meinung nach der größte Trigger, dass es keine Renaissance der Atomenergie geben wird, weil die Energie so teuer produziert wird, dass sie auf dem Markt nicht bestehen kann. Und eigentlich, wir haben es in der Sendung eigentlich schon besprochen, passiert mit der Kohle doch das Gleiche. Alle Kohlepläne, auch die Erwartungen, neue Kohleminen in Australien aufzumachen, die größte Kohlemine der Welt soll in Australien aufgemacht werden. Das wird wahrscheinlich alles mit Neubauten von Kohlekraftwerken weltweit nicht in der Dimension passieren, gerade weil es im Verhältnis zu den Erneuerbaren keine ökonomische Perspektive mehr hat. Genau, also ganz wichtig ist einfach zu sehen, das geht super schnell auf dem Markt. Die Kosten für beispielsweise Photovoltaik oder auch für Batteriespeicherung sind so rasch gefallen in den letzten 2, 3 Jahren auf 40% etwa bei wichtigen Technologien, dass man kaum hinterherkommt, so schnell geht das. Aber so schnell denkt eben nicht der Großteil der Gesellschaft oder das ist eben nicht bei jedem auf dem Schirm, dass das Kernenergie nicht wettbewerbsfähig ist. Das wissen wir ungefähr schon seit 5 Jahren, steht es sozusagen schwarz auf weiß in den Energieplänen Großbritanniens drin. Da haben wir nämlich eine Förderung von 10 bis 12 Cent oder 12 Cent ungefähr pro Kilowattstunde von dem Atomstrom, der dort in Hinkley Point C produziert werden soll. Und das liegt weit über der deutschen erneuerbaren Energienförderung. Das liegt ungefähr beim Faktor 3 zu den Kosten, Vollkosten aus Photovoltaik und Sonne über 8.760 Stunden. Also es ist dreimal so teuer in etwa nach unseren Berechnungen.
lass es jetzt mal kurz, zwar ganz konservativ betrachtet, nur zwar doppelt so teuer sein. Es ist weit weg von jeder ökonomischen Perspektive. Und ganz ähnlich ist es eben mit der Kohle auch. Die mag zwar nur 50% teurer sein als die Erneuerbaren, aber 50% sind entscheidend für die Marktentscheidung. Und in dem Sinne sehe ich das ganz genauso. Das sind eigentlich, wir sehen zu, wie wir mit unseren Dinosauriern umgehen, wie wir noch ein Parken, Naturschutzparken, eine Rettung für die Dinosaurier organisieren, obwohl eigentlich niemand eine Träne denen hinterher weinen würde. Ja, und das ist auch für unser Land insofern dramatisch. Wir wissen mittlerweile, dass wir die alte Automobilindustrie zu lange konserviert haben. Wir haben keine Gesetzgebung gehabt, die sozusagen die Elektroautos sehr stark präferiert. Die nationalen Pläne für Elektromobilität sind alle nicht umgesetzt worden. Wir haben die Infrastruktur nicht. Andere Hersteller stellen die Batterien her. Wir müssen ein fremdes Know-how importieren. Und auch hier bei der Kohle konservieren wir wieder alte deutsche Strukturen. Und letztlich wird dieses Gesetz nicht nur dazu beitragen, dass wir unsere Klimaschutzziele nicht erreichen, es wird den gesamten Strukturwandel in Deutschland weiter verzögern. Und das wird dem Land noch sehr schaden. Wir wissen ja leider, wie das mit dem Kohleausstieg, dem sogenannten ersten Kohleausstieg gewesen ist, also mit der Förderung von Steinkohle im eigenen Lande. Da hat es ja auch irgendwie 40 Jahre gedauert, glaube ich, bis nach dem Beschluss dann die letzte Grube geschlossen worden ist. Ich hoffe nicht, dass es nochmal passiert. Damit nehmen wir nämlich die, wie du sagst, dem Land die Zukunftsperspektive dadurch, dass wir die Struktur erhalten letztendlich und nicht in eine neue Struktur reingehen, die uns große Chancen eröffnen würde. Was wäre jetzt die Forderung? Die Bundesregierung wird das jetzt praktisch durch die parlamentarische Gesetzgebung prügeln. Auf die SPD kann man sich nicht verlassen, weil die wollen ihre Braunkohlereviere sowohl in NRW als auch in Brandenburg retten. Was wäre jetzt die Forderung? Ja, die Forderungen, die sind eigentlich von der Energy Watch Group, die Forderungen sind schon seit langem bekannt, also erneuerbare Energien ausbauen. Vielleicht könnte man auch ganz konkret die ersten Schritte zum Kohleausstieg planen, das heißt wirklich eine schwarze Liste machen, welche wirklich jetzt mal in den nächsten 2 Jahren rausgehen und nicht nur zwei oder sowas, sondern wirklich mal losgehen und die auch mit Namen benennen und die dann eben abschalten und aus vom Netz nehmen. Das wären die richtigen Schritte und nicht erst in 2036 irgendwie hektisch dann aufräumen wollen. Vielen Dank, Ture Traber. Wir haben also in der Sendung gesehen, der Kohleausstieg ist erstens kein richtiger Kohleausstieg. Zweitens ist er ökonomisch, ökologisch sowieso unrealistisch. Aber es ist auch deshalb kein Kohleausstieg, weil es Kohle bringt für die alte Energiewirtschaft. Das war Leben mit der Energiewende TV für heute. Nächste Woche beschäftigen wir uns mit dem Thema noch einmal stärker auf politischer Ebene. Schönen Abend. Herzlich willkommen bei Leben mit der Energiewende TV. Der unrealistische Kohleausstieg lautet das Thema unserer heutigen Sendung. Deutschland steigt aus der Kohle aus. Das war die Top-Meldung, zumindest im Klimaschutz für uns im letzten Jahr, erst 2038. Aber immerhin haben wir gedacht, zumindest ist nach dem Atomausstieg jetzt auch der Kohleausstieg beschlossen. Eine Kohlekommission, Vertreter der Energiewirtschaft, Vertreter der Umweltschutzverbände, der Naturverbände haben sich nach langen, langen Zähnringen zusammengefunden. Die Ergebnisse waren ein klassischer Kompromiss, ein schmerzhafter Kompromiss für den Klimaschutz, aber immerhin, der Kompromiss war da. War ist die richtige Bezeichnung. Wir alle haben gedacht, der Kohlekompromiss wird jetzt sofort in Gesetzeslage umgewandelt, aber stattdessen wurde dieser Kohlekompromiss nochmal aufgeknotet. Deshalb habe ich heute auch ein schwarzes Sakko an, nicht wegen der Kohle, sondern weil der Kohlekompromiss eigentlich von der Bundesregierung beerdigt worden ist. Denn das, was jetzt gesetzt werden soll,
was gesetzt werden soll, ist nicht das, was die Kohlekommission beschlossen hat. Mein Studiogast heute ist Ture Traber von der Energy Watch Group. Herr Traber, ist das eigentlich im korporatistischen Deutschland, wo wir Verhandlungslösungen in solchen Kommissionen haben, ist das ein normaler Weg, dass die Regierung sagt, so, der Kohlekompromiss wird jetzt gemacht, wir knoten das wieder auf, wir packen was anderes rein, nennen das trotzdem Kohlekompromiss. Im Prinzip findet doch jetzt hier ein Etikettenschwindel statt. Das kann man so sehen. Es war natürlich alles nicht rechtlich bindend, was man da vorher verhandelt hat. Natürlich schadet das der Reputation der Regierung, wenn man sich auf Beschlüsse einlässt oder auch aller Beteiligten, wenn man sich auf Beschlüsse einlässt, die man nachher nicht umsetzt und nach einem Jahr eigentlich was ganz anderes nachher beschlossen wird oder was deutlich anderes als bisher, was vorher vereinbart. Ich denke, dass es aber nicht untypisch ist für solche Sachen, für solche politischen Langzeitpläne. Das ist für mich Planwirtschaft und da gibt es immer ein großes Fragezeichen am Ende, was dann wirklich bei rauskommt. Der Kohlekompromiss, deshalb heißt er ja auch so, ist jetzt nicht so gewesen, dass wir alle sagen können, hurra, jetzt haben wir das geschafft, die Kohle ist weg. 2038, schon bei dem Kohlekompromiss, wie er früher war, wissen wir, dass wir unsere Klimaschutzziele gar nicht erreichen können. Jetzt wird das Ganze nochmal weiter aufgeweicht und viele Organisationen und Verbände können dem gar nicht mehr zustimmen und trotzdem wird das jetzt sozusagen durchgepeitscht. Hat sich wieder mal die alte Energielobby bei der Bundesregierung nachträglich noch durchgesetzt? Ja, das scheint ganz so zu sein. Auf jeden Fall profitiert die alte Energielobby oder besser gesagt die dahinterstehenden Unternehmen ganz deutlich. Es gab ja auch zum Beispiel positive Entwicklungen auf dem Aktienmarkt, zum Beispiel für RWE, nachdem das bekannt worden ist, wie das geregelt wird mit den Abfindungen, mit den über 4 Milliarden Abfindungen. Das zeigt ja, dass letztendlich sogar mehr Entschädigungen, mehr Abfindungen gezahlt werden, als der Markt das vorher erwartet hat und dadurch auch das Kurs Plus für RWE. Mhm. Natürlich, das sind Milliarden, die direkt dort in die Taschen gehen. Warum das, was die Regierung sich jetzt als neuen Klima-Kohleausstieg zusammenreimt, niemals Realität werden kann, das wollen wir in der heutigen Sendung besprechen. Aber mal ganz kurz am Anfang etwas zu den Punkten, warum dieser sogenannte Kohlekompromiss, aufgeknotete Kohlekompromiss, so kritisiert wird. Wir haben eine Grafik. Es geht ja um die Abschaltung von Kohlekraftwerken. Und in der Grafik können wir jetzt mal sehen, wo was abgeschaltet werden soll. Sie sehen die vielen bunten Punkte. Und wenn Sie jetzt bitte mal auf die grünen Punkte achten, dann haben wir hier bis 2022, sehen Sie hier im Rheinischen Revier wird was abgeschaltet. Hier rechts im Lausitzer Revier, wo die ganze Braunkohle ist, passiert erstmal gar nichts. So, das heißt, wir haben praktisch eine Abschaltung erstmal 2022, dann passiert bis 2005 gar nichts und dann sehen Sie die gelben Punkte. 2025 sehen Sie einen Knopf hier unten und zwei Knöpfe hier drüben und dann setzt eine lange Pause ein. Dann geht es 2028, 2029 erst weiter. Das heißt, Sie können hier sehen, dann 2028, 2029, da passiert dann was im Rheinischen Revier und auch im Lausitzer Revier. Aber zwischen 2022 und 2028 passiert kaum was. Und zum Schluss 2034 bis 2035, da ist überhaupt nichts farbig gekennzeichnet. Und dann erst ganz zum Schluss 2038 die schwarzen Knöpfe, da gehen die letzten Braunkohlekraftwerke vom Netz. Und die weißen Punkte, die Sie auf der Grafik sehen, die zeigen die Steinkohlenkraftwerke und da passiert gar nichts. Da gibt es noch überhaupt gar keinen Zeitplan, wann die abgeschaltet werden. Herr Traber, wir sehen also 2022 passiert was und dann geht es erst wieder so richtig 2028 los. Nach dem Plan gibt es lange, lange, lange Pausen in der Abschaltung von Braunkohlekraftwerken. Das wird auf jeden Fall so nicht realistisch sein. So kommt man nicht an die Klimaziele ran. Also das heißt, ein Jahr wird nichts passieren letztendlich, wenn man die dann auch noch weiterhin so betreiben würde wie bisher. Auf der anderen Seite sagt der Markt ja schon was ganz anderes. Der Markt sagt, nimmt sie weg. Sie bringen kein Geld mehr. Daher ist das für mich alles ein wenig hypothetisch, diese Pläne. Aber sie sind auch auf jeden Fall bei weitem nicht hinreichend, weil wir brauchen aus unserer Sicht, aus der Sicht der Energy Watch Group, einen kompletten Umstieg bis 2030 schon. Mhm.
Das heißt, da müssen wir schon 100% erneuerbare Energien haben. Und wenn es dann 2035 wird, dann sei es okay. Aber das muss das Ziel sein. Und da kann man nicht anfangen zu planen, bis 2028 fängt dann irgendwann an ein Kohleausstieg, der mit einem riesigen Korsett an Abfindungen einhergeht und völlig marktfern. Das lässt im Übrigen auch das europäische Recht nicht zu, weil dort werden die Kohlebetreiber oder die Bundesregierung, die plant, diesen Kohlebetreibern Abfindungen zu geben, ein großes Problem haben mit der Beihilfegesetzgebung, weil es dort nicht gestattet ist, einfach ohne einen wirklich triftigen Grund, eine Notwendigkeit, solche Beihilfen zu gewähren. Dazu kommen wir nochmal zu der Frage der Rechtmäßigkeit dieses Planes. Schauen wir nochmal in eine Grafik, den Stilllegungspfad der Braunkohle. Da sieht man das, was ich gerade vorgestellt habe, nochmal ganz intensiv. Sie sehen hier diese drei grünen Säulen. Und jetzt sehen Sie hier zum Beispiel, bis 31.12.2020 werden ein paar Blöcke abgeschaltet. Und da können Sie links sehen, alle im Rheinland hier, alle im Rheinland. So, Herr Traber, schauen Sie mal hier, das sind ja Kraftwerke 1959 bis 76. Das sind ja hier alles Kraftwerke, die sind ja eh am Ende, oder? Die sind ökonomisch, erstens sind sie längst abgeschrieben, zweitens haben sie kaum noch Marktwert, weil sie keine Zukunft haben. Mhm. Drittens sind sie auch noch technisch veraltet und eben enorme Emissionsschleudern. Eins davon gehört zu den dreckigsten Kraftwerken, zu den drei dreckigsten Kraftwerken, die wir in Europa haben. Kühltürme mit 200 Meter. Diese Kraftwerke hätten sowieso keinen Bestand gehabt. Die standen eh vor der kompletten Stilllegung. Ganz genau so ist es. Aber auf dem unteren Teil der Grafik wird es jetzt auch nicht besser, wenn ich da Jänschwalde zum Beispiel sehe. Das ist noch ein Kraftwerk, ja, das ist ein Kraftwerk, das noch mit sowjetischen Generatoren arbeitet. Also das ist auch also in den 80er Jahre gebaut worden, 80er Jahre geplant worden, in Betrieb genommen, sehe ich hier. Das sind uralte Kraftwerke, die wirklich ganz weit weg sind von dem Markt und wir haben wunderbare Möglichkeiten, das zu ersetzen. Also die zweite Säule ist deshalb interessant. Jetzt schauen Sie mal hier. Sie sehen hier 2022 und dann passiert bis 2025 gar nichts. Drei Jahre geht kein einziges Braunkohlekraftwerk vom Netz. Und dann hier Jänschwalde, ist so ein schönes Ergebnis, das Gebiet ist ausgekohlt, geht auch noch in die Sicherheitsbereitschaft. Das heißt, ein uraltes Kraftwerk kriegt auch noch Geld, um theoretisch wieder angefahren werden zu können. So, dann 2025 die drei alten Heuler, dann wieder drei Jahre Pause und dann geht es bis 2029 und jetzt wird es noch schöner. Dann gibt es fünf Jahre Pause bis 2034, dann geht es auch erst weiter. Also Herr Traber, das ist ja eigentlich kein Kohleabschaltplan, das ist ja eigentlich ein Kohleerhaltungsplan. So sieht's aus. Also es gibt natürlich Garantien dann auch, dass sie weiter betrieben werden dürfen und dann wahrscheinlich wird es dann irgendwann das Argument umgedreht und sozusagen dann weiter betrieben werden sollen. Weil die Bundesnetzplanung richtet sich ja nach diesen Plänen und wenn dann diese ganze Planung auf diese Kraftwerke aufgebaut wird, dann gibt es irgendwann dann auch nicht mehr so großen Spielraum, die dann wirklich wegzunehmen. Ne? Also ich frage es nochmal, das heißt, wir haben es hier eigentlich mit teilweise uralten Kraftwerken zu tun, die eigentlich abgeschrieben sind, die aus dem Betrieb gegangen sind. Die erhalten jetzt sozusagen eigentlich eine Betriebsperspektive, genauso wie Sie sagen, die stehen im Plan drin, die Bundesnetzplanung wird danach gemacht. Das heißt, man hält eigentlich Uraltkraftwerke am Leben, die aus ökonomischen Gesichtspunkten niemals diese Abschlusszeiten erreichen würden. Absolut, genau. Und das die ganze Illusion von einer Marktorientierung das macht eine Marktorientierung illusorisch. Man redet immer vom Strommarkt und der Markt würde was richten und sonst wie. Das wird ad absurdum geführt hier. Dadurch, ja, genau. Und wenn man eine nähere Marktperspektive irgendwie hinbekommen würde, dann würde man eben nicht solche Planungsvorgaben da gewähren. Das heißt, die Kohleindustrie kann im Grunde genommen nach dem Plan bis 2038 planen. Sie kann auf ein Gesetz pochen, kann sagen, solange dürfen wir das halten. Und selbst wenn wir denn dann später nochmal sozusagen rangehen würden an die Kohlekraftwerke, weil wir sagen, wir erreichen unsere Klimaschutzziele nicht, würde die Energiewirtschaft kommen und sagen, aber wir haben ja eine Betriebsgenehmigung. Wenn wir jetzt nochmal was früher abschalten wollen, wird es noch teurer für euch, weil wir haben ein Gesetz. Ich sehe das ganz ähnlich, genau, aber ich würde auch gerne nochmal wieder zurück auf heute kommen. Was heißt das denn für heute? Genau, wir haben letztendlich noch Betriebsgenehmigungen, die werden unterstützt mit diesen Ausgleichszahlungen oder mit diesen
Förderung, letztendlich sind es Förderungen. Aber es wird auch keine klare Perspektive zum Ende hin gemacht. Und das läuft völlig zuwider der tatsächlichen Marktentwicklung. Also es ist wieder ein sehr windelweicher Kompromiss, würde ich sagen, der uns sogar in die falsche Richtung führt, also der uns sozusagen einsperrt in die Energieversorgung der Vergangenheit. Ja, Ture Traber hat es schon anklingen lassen und jetzt kommen wir zu dem Lieblingsaspekt des Gespräches von Ture Traber in der Sendung. Wir haben ja gedacht, Mensch, der Kohleausstieg stellt sicher, wie der Atomausstieg, dass wir aus der Kohle rausgehen. Und das war für mich eigentlich auch der Effekt. Beim Atomausstieg war es ähnlich, viel zu spät, wir steigen viel zu spät aus, aber wir steigen aus. So war mein Eindruck beim Kohlekompromiss, wir steigen aus. Sie sagen, den Kohleausstieg hätten wir wahrscheinlich gar nicht verhandeln brauchen, weil die Kohle eh keine wirtschaftliche Perspektive mehr hat bis dahin, bis 2038. Das sollte sie auf jeden Fall nicht. Wenn irgendwie realistischer Klimaschutz betrieben wird, dann wird auf jeden Fall ein Ausbau der erneuerbaren Energien erfolgen und auf der anderen Seite ein strikter Emissionshandel den Emissionspreis recht weit hochtreiben oder zumindest auf dem Niveau belassen, wie er heute ist, bei ungefähr 27 Euro pro Tonne CO2, so grob. Und dann gibt es keine ökonomische Perspektive mehr. Also mein Marktausblick, da steht schon auch noch eine gewisse Klimapolitik und eine Anstrengung des Ausbaus erneuerbarer Energien dahinter. Wenn man das natürlich alles nicht will und vorher schon obstruieren will oder da Hindernisse in den Weg räumen will, den erneuerbaren Energien, dann macht man so ein Papier, ja. Für die Zuschauer, die den großen Fehler machen, sich nicht pausenlos rund um die Uhr mit der Energiewende und dem Kohleausstieg zu beschäftigen, müssen wir das nochmal so ein bisschen erläutern. Wir haben auf europäischer Ebene einen Emissionshandel. Das heißt, wir können einfach nicht CO2 in die Luft blasen. Es gibt natürlich bestimmte Kontingente, aber danach wird es eben teuer. Und der europäische Emissionshandel will ja eigentlich die Verschmutzungsrechte absenken. Und das heißt, wenn ich dann verschmutzen will, muss ich eben pro Tonne CO2 einen Preis bezahlen. Das würde die Braunkohlekraftwerke treffen und noch stärker treffen. Und das ist, glaube ich, der Aspekt, den Sie meinen, dass damit mit dem Emissionspreis, der gezahlt werden muss, abzüglich der immer günstiger werdenden regenerativen Energieträger, ein Kohlekraftwerk wirtschaftlich auf absehbare Zeit nicht mehr betrieben werden kann. Ganz genau, die Benutzungsstunden der Kraftwerke gehen ja auch schon drastisch zurück. In den letzten 2, 3 Jahren ist die Auslastung dieser Kraftwerke stark zurückgegangen. Damit zeigt sich letztendlich, dass marktorientiert die gar nicht mehr wettbewerbsfähig sind, auch nachdem sie gebaut worden sind. Also die Anlagen sind abgeschriebene Altanlagen. Als Anlagentyp sind sie sowieso nicht wettbewerbsfähig, aber also für Neuinvestitionen, aber auch selbst im Markt, wenn sie jetzt schon dort stehen, also wenn die Investitionen schon getätigt worden sind, können sie kaum noch im Markt sich durchsetzen. Und wenn ich jetzt von, wie Sie sagen, der Emissionshandel wirkt eben belastend für die Kohlekraftwerke und da der Emissionshandel auch immer schärfer werden muss, aus Klimagründen, da sind sich ja alle einig, deswegen haben wir ja den Emissionshandel, dann werden auch die Emissionspreise anziehen nach und nach. Und das heißt, die Kohle wird immer weniger wettbewerbsfähig. Und auf der anderen Seite, das hatten Sie noch nicht genannt, gibt es ja die erneuerbaren Energien, die dann auf der anderen Seite den Strompreis langfristig ausmachen werden. Und die sind halt viel günstiger als auch nur diese reinen Betriebskosten der Braunkohle- und Steinkohlekraftwerke. Sie haben gerade von 27 Tonnen CO2-Emissionspreis gesprochen. Ich kann mich noch erinnern, vor 5 oder 6 Jahren wurde schon prognostiziert, dass wir bei 32 Euro pro Tonne sein sollten. Haben wir alles gar nicht erreicht. Egal, den Preis haben wir. Aber Sie haben gesagt, selbst wenn es auf 27 Euro stehen bleibt, aber die Verknappung der Emissionszertifikate, die ausgegeben werden, werden die Preise der Emissionszertifikate ja in 5 oder 10 Jahren höher treiben als die 27 Euro, von denen Sie gerade sprachen. Bei allen Möglichkeiten schon. Also bei den Normalannahmen wird das auf jeden Fall so sein. Wenn man sich eben noch ein bisschen auf den Emissionshandel verlässt, wir haben konkrete Ziele der Europäischen Union, wie der Ausblick für den Emissionshandel ist. Und da werden eben die Emissionszertifikate, die zur Verfügung stehen, noch um viele, viele Prozent abgesenkt. Also
20 bis 30% noch in den nächsten 10, 20 Jahren, wird die Menge der bereitgestellten CO2-Zertifikate gesenkt werden und gleichzeitig wird dann entsprechend jeder normalen Marktlogik dann auch der Preis hochgehen und damit eben die Wettbewerbsfähigkeit von Kohle weiter sinken. Der aufgeknüpfte Kohlekompromiss hat auch einen anderen großen Nachteil, nämlich der Ausbau der Erneuerbaren wird nicht festgeschrieben, wird nicht beschleunigt. Das heißt, wenn wir es so machen, wie die Bundesregierung es jetzt plant, dann haben wir gar nicht die erneuerbaren Kapazitäten zur Verfügung. Sie wissen jetzt in anderen Punkten, Windenergieausbau ist faktisch kaum mehr möglich. Wir haben so wenig ausgebaut wie noch nie im letzten Jahr. Das würde dann dazu führen, dass wir mit diesem teuflischen Plan, der da ist, auf die Kohlekraftwerke langfristig angewiesen sind und die Kohleindustrie sagen kann, tja, das ist der Preis für unsere Stromlieferung. Das ist das erschreckende Bild. Ja, man kann sagen, man läuft auf eine Stromlücke zu, wenn wir die Erneuerbaren nicht ausbauen. Wir können nicht gleichzeitig alle Kraftwerke abschalten und trotzdem eben keine Erneuerbaren dazu bauen. Also PV wird man so schnell nicht abwürgen können, aber es wird verlangsamt sich auch stark. Und ganz richtig, wie Sie sagen, onshore, also auf dem Land ist der Windkraftausbau bald nicht mehr sichtbar und offshore, also auf dem Meer, sehen die Perspektiven auch nicht so gut aus. Also da ist man auch irgendwann am Ende der Fahnenstange angelangt. Das heißt, wenn wir nicht zu einer vernünftigen Politik des Ausbaus der Windkraft, insbesondere an Land, kommen, dann geht es so weit, dass wir eines Tages sogar angewiesen sind auf die alten Kohlemeiler, die dann aber eigentlich schon dann 60, 70 Jahre teilweise alt sind und wirklich, ja, also teilweise, ja, im Krieg geplant worden sind. Wissen, was passieren kann? Dass wir einfach dann günstigen Ökostrom aus dem Ausland importieren, weil der auch die Braunkohle bei uns niederkonkurrieren kann. Dafür haben wir auch nicht die Netze, sage ich jetzt mal, im großen Stil. Wusste ich, dass Sie das sagen. wir exportieren ja noch ganz fleißig im Moment, aber nein, wir werden so eine Größenordnung, wie wir selber verbrauchen, niemals importieren können. Das müssen wir schon, die Hausaufgaben müssen wir schon selber zu Hause machen. Also die Quintessenz wäre jetzt aus dem, was Sie gesehen haben, wir haben einen Kohleausstieg, der ein Kohlebeibehalt ist. Wir haben Abschaltpläne, die im Grunde genommen die ökonomische Dauer weit, weit überschreitet, als wenn wir den Markt laufen lassen. Das provoziert für mich natürlich die Frage, dann wäre es ja fast besser gewesen, wenn wir jetzt mal die ökonomischen Gesichtspunkte sehen, die Erneuerbaren drängen auf dem Markt vor, sind preisgünstiger, dann wäre ja eigentlich gar kein Kohleausstiegsgesetz besser als das, was wir jetzt bekommen. Das ist meine Meinung, absolut. Er strahlt mich an. Das ist schön. Schön, dass Sie da endlich mal Konsens haben. Aber doch immer. Ja. Also hätte man ja eigentlich die Marktkräfte da walten lassen können. In diesem Fall schon, ja, auf jeden Fall. Also natürlich, der Markt im Strombereich funktioniert aus meiner Sicht ehrlich gesagt sowieso nur so olala. Es gibt ja eben diese Differenzen zwischen Nord und Süd in Deutschland, die der Strommarkt überhaupt nicht widerspiegelt zum Beispiel. Darf er auch nicht, wegen Gleichheit der Lebensverhältnisse, wie auch immer. Aber der Markt ist halt schon auch begrenzt, muss man ehrlich sagen. Und die Erneuerbaren werden auch nicht nur vom Markt getrieben, sondern dem muss man schon auch die Tür öffnen, den kann man nicht die Tür vor der Nase schmeißen. Die Netze müssen natürlich in die Richtung gebaut werden und solche Geschichten. Das ist natürlich auch richtig. Aber wenn man da eben den richtigen Rahmen setzt, dann kommen die Erneuerbaren von alleine, ohne dass man viel drauf zahlen muss. Und für 4,3 Milliarden Euro oder 4,4 Milliarden rund würde man eine ganze Menge erneuerbaren Energien bekommen, gerade auch in den Regionen, die es nötig haben, weil sie eventuell unter dem Kohleausstieg leiden. Es gibt gerade eine neue Studie, wenn ich das noch erwähnen kann. Ganz kurz, die 4,4 Milliarden sind sozusagen das Geld, was bereitgestellt wird, um sozusagen die Reserve zu haben. Genau, das ist das, was jetzt eigentlich im Kompromiss so drinsteht, als Abfindung für die Kraftwerksbetreiber im Westen und im Osten der Republik. Genau. 4,4 Milliarden, das wäre eine Menge Geld für den Ausbau erneuerbaren Energien auf der einen Seite. Aber was wollte ich sagen? Wo waren wir? Wo hast du mich unterbrochen? Emissionshandel, waren wir durch? Ja, ich wollte eigentlich auch noch einen ganz anderen Aspekt, den haben Sie vorhin schon genannt. Das ist etwas, was eigentlich in Europa und bei uns in der Öffentlichkeit überhaupt nicht wahrgenommen wird. Ture Traber hat es gerade schon angedeutet. Subventionen sind nach EU-Recht verboten. Und wir haben es hier mit einer klaren Subvention zu tun. Also
müssen ja sehen, der Energiemarkt ist ja etwas, der nicht nur national funktioniert, der international funktioniert, der europäisch funktioniert. So, diese Zahlung von 4,4 Milliarden und die Garantie, diese Kraftwerke so lange betreiben zu können, das ist eine Klage vor europäischer Gerichtsbarkeit. Das geht nicht so ohne weiteres durch, oder? Nee, genau. Das wird Probleme bekommen, nach unserer Sicht. Die ist übrigens unterstützt auch von Client Earth, die gerade ein Schreiben an die Bundesregierung gerichtet hat, in dem Sinne, dass da zu befürchten ist, dass das europäische Beihilferecht es überhaupt nicht hergibt, diese 4,4 Milliarden einfach mal so an die Betreiber zu verteilen, weil, genau wie du sagst, das eigentlich eine Subvention darstellt. Und um das zu gestatten, müsste das eine Notwendigkeit haben, erstmal, und es müsste auch sinnvolle Anreize setzen. Und beide Sachen sind aus meiner Sicht nicht gegeben. Also notwendig ist es eben nicht, weil der Markt diese Kraftwerke im Moment schon rausdrängt. Also insofern ist diese Notwendigkeit schon mal nicht gegeben. Und anreizperspektivisch gibt es auch nicht die richtigen Signale, weil man letztendlich die Dinosaurier unterstützt und das gibt überhaupt keinen Sinn, sowas als zukunftsweisend zu bezeichnen. Das ist genau das Gegenteil. Man würde ja sozusagen die Vergangenheit subventionieren und aus dem Grund ist das aus meiner Sicht völlig abwegig. Das ist ja auch das Irre. Normalerweise würde man sagen, natürlich hat der Staat mit seinen Steuermitteln die Aufgabe, bestimmte Entwicklungen zu machen, Technologiepolitik zu betreiben, Anreiz zu geben. Aber der Anreiz ist ja hier nicht etwas Neues zu machen, sondern der Anreiz ist ja hier etwas Altes, eine alte Struktur zu konservieren. Und das geht nach EU-Recht garantiert nicht durch. Die Bundesregierung weiß das, müsste das aber eigentlich auch wissen. Warum wird es trotzdem gemacht? Man kann ja ein Jahr jetzt so weitermachen. Es ist ja wieder Zeit. Ein Jahr ist ja lange. Aus Sicht der Bundesregierung scheint ein Jahr ein sehr langer Zeitraum zu sein. Und wollen wir mal sehen, was in einem Jahr ist. Ich denke, so wird hier auch verschoben, vertagt. Das kennen wir auch aus anderen Politikbereichen, wenn man so an den Verkehrssektor beispielsweise denkt und was das Bundesverkehrsministerium so auf den Weg bringt. Das ist ja auch letztendlich kein Plan, aber das spiegelt sich hier auch wieder. Was besonders dramatisch ist jetzt bei diesem Punkt, ist ganz einfach, es gibt ja Visionen, wie wir den Umstieg schaffen. Es gibt Verpflichtungen der Bundesrepublik, Pariser Klimaschutzabkommen, bestimmte Reduktionen von CO2 zu erreichen. Nach diesem Plan wird das auf keinen Fall funktionieren. Finde ich auch interessant. Die Bundesregierung, die Bundesrepublik, Frau Merkel unterschreibt Verpflichtungserklärungen für das Pariser Klimaschutzabkommen und dann gibt es ein nationales Gesetz zum Kohleausstieg, mit dem das überhaupt nicht mehr zu erreichen ist. Also es ist völlig widersprüchlich, was wir international unterschreiben und national dann in Gesetze umsetzen. Und es verhindert eigentlich den Umbau unseres Energiesystems. Die Energy Watch Group hat ja mal nachgewiesen in einer Studie, dass es gehen würde. Was müsste jetzt eigentlich nach Ansicht der Energy Watch Group passieren in der Entwicklung? Wie würde die Energy Watch Group die Kohlekraft aus dem Netz rausschmeißen? Ja, genau. Schön, dass du das ansprichst. Im April letzten Jahres hatten wir eine große weltweite Studie gemacht, abgeschlossen, in dem gezeigt wird, dass es weltweit Möglichkeiten gibt, 100% erneuerbare Energien zu machen und das zu günstigeren Kosten als unserem bisherigen Stromsystem, auch in Deutschland, aber auch weltweit. Genau, und da wäre der Plan, also es ist natürlich alles eine Modellberechnung, kostenminimale Modellberechnung, wie wir zum klimaneutralen Land werden. Und dort zeigt sich dann, dass eben zuerst ganz klar der Ausbau erneuerbarer Energien steht, Photovoltaik, aber zuerst Wind an Land. Das ist in Deutschland die kostengünstigste Option im Moment. Aber das muss ja gleichzeitig einhergehen mit einem Ausbau beispielsweise von Wärmepumpen und auch Batteriespeichern, die dann wirklich auch das Versorgungssicherheitsproblem angehen, das ja immer den Erneuerbaren vorgehalten wird. Sie können gar nicht eine Vollversorgung über das ganze Jahr gewährleisten. Das haben wir eben auch durchgerechnet, dass es durchaus finanzierbar ist, eben Speicher daneben zu stellen, also Batteriespeicher oder man könnte auch Wasserstoff dann speichern perspektivisch. Und diese Sachen, die müssen alle ausgebaut werden. Also nicht zuletzt die Wärmepumpe, um das nochmal zu sagen. Also sprich, im Wohnbereich muss da auch viel getan werden und das muss angeschoben werden. Was besonders schade ist, dass
diese Kohlegarantie im Grunde genommen den Strukturwandel verhindert. Die Bundesländer, zum Beispiel Brandenburg allen voran, sind ja sehr interessiert gewesen oder sind sehr interessiert, ihre Braunkohlereviere zu behalten. Aber das verändert eigentlich den Strukturwandel auch und gerade in der Region. Auch in Brandenburg sind viele Arbeitsplätze verloren gegangen, weil Braunkohlegebiete neu aufgebracht werden sollten. Und das ist ja auch eine Kritik an dem jetzigen Kohleplan, dass die Devastierung nicht endgültig gestoppt ist. Und im Grunde genommen verhindert eigentlich dieser Plan und dieses Gesetz Strukturwandel. Es könnten doch im Bereich Erneuerbare sehr viel mehr Arbeitsplätze geschaffen werden, als man gegenwärtig versucht, durch so etwas an Arbeitsplätzen auch zu erhalten. Genau, da hatte ich kurz vorhin schon angesprochen. Es gibt eine neue Studie auch, die das wiederum bestätigt mit den Arbeitsplätzen. Nicht nur unsere Studie hat das gezeigt, dass auch weltweit eben mehr Arbeitsplätze geschaffen werden können, als verloren gehen in den fossilen nuklearen Industrien. Aber eben für Europa wurde das gerade kürzlich, letzte Woche ist eine Studie veröffentlicht worden vom Joint Research Center in Petten in den Niederlanden, also im gemeinsamen Forschungsinstitut der Europäischen Union. Das klar zeigt, dass letztendlich mehr, weit mehr Jobs durch erneuerbare Energien geschaffen werden können. Insbesondere in Deutschland während des Ausstiegs aus der Braunkohle und der Steinkohle. Also da werden beispielsweise in Brandenburg durchaus 16.000 Arbeitsplätze gerechnet, die dazukommen können. Aber das hören wir eben in den Medien nicht. Und das ist einfach eine wichtige Perspektive, die man einfach immer noch dazu nennen muss, wenn man über diese Energiethemen spricht. Zum Schluss, es wird ja immer wieder, die Atomenergie geistert ja immer wieder durch die Öffentlichkeit. Und es gibt immer wieder neue Papiere, die sagen, ja, lass uns Atomenergie machen, weil dann können wir CO2 reduzieren. Und es wird immer nichts, aus folgendem Grund. Nicht nur, weil wir nicht wissen, wo wir mit dem Atommüll hin sollen, sondern weil wir eigentlich wissen, dass die Atomenergie ökonomisch gar keine Perspektive hat. Das ist meiner Meinung nach der größte Trigger, dass es keine Renaissance der Atomenergie geben wird, weil die Energie so teuer produziert wird, dass sie auf dem Markt nicht bestehen kann. Und eigentlich, wir haben es in der Sendung eigentlich schon besprochen, passiert mit der Kohle doch das Gleiche. Alle Kohlepläne, auch die Erwartung, neue Kohleminen in Australien aufzumachen, die größte Kohlemine der Welt soll in Australien aufgemacht werden, das wird wahrscheinlich alles mit Neubauten von Kohlekraftwerken weltweit nicht in der Dimension passieren, gerade weil es im Verhältnis zu den Erneuerbaren keine ökonomische Perspektive mehr hat. Genau, also ganz wichtig ist einfach zu sehen, das geht super schnell auf dem Markt. Die Kosten für beispielsweise Photovoltaik oder auch für Batteriespeicherung sind so rasch gefallen in den letzten 2, 3 Jahren. Auf 40% etwa bei wichtigen Technologien, dass man kaum hinterherkommt, so schnell geht das. Mhm. Aber so schnell denkt eben nicht der Großteil der Gesellschaft. Oder das ist eben nicht bei jedem auf dem Schirm, dass das Kernenergie nicht wettbewerbsfähig ist. Das wissen wir ungefähr schon seit 5 Jahren, steht sozusagen schwarz auf weiß in den Energieplänen Großbritanniens drin. Da haben wir nämlich eine Förderung von 10 bis 12 Cent oder 12 Cent ungefähr pro Kilowattstunde von dem Atomstrom, der dort in Hinkley Point C produziert werden soll. Mhm. Und das liegt weit über der deutschen erneuerbaren Energienförderung. Das liegt ungefähr beim Faktor 3 zu den Kosten, Vollkosten aus Photovoltaik und Sonne über 8.760 Stunden. Also es ist 3-mal so teuer in etwa nach unseren Berechnungen. Lass es jetzt mal kurz, zwar ganz konservativ betrachtet, nur doppelt so teuer sein. Es ist weit weg von jeder ökonomischen Perspektive. Und ganz ähnlich ist es eben mit der Kohle auch. Die mag zwar nur 50% teurer sein als die Erneuerbaren, aber 50% sind entscheidend für die Marktentscheidung. Und in dem Sinne sehe ich das ganz genauso. Das sind eigentlich, wir sehen zu, wie wir mit unseren Dinosauriern umgehen, wie wir noch ein Parken. Naturschutzparken, eine Rettung für die Dinosaurier organisieren, obwohl eigentlich niemand eine Träne denen hinterher weinen würde. Ja, und das ist auch für unser Land insofern dramatisch. Wir wissen mittlerweile, dass wir die alte Automobilindustrie zu lange konserviert haben.
Wir haben keine Gesetzgebung gehabt, die sozusagen die Elektroautos sehr stark präferiert. Die nationalen Pläne für Elektromobilität sind alle nicht umgesetzt worden. Wir haben die Infrastruktur nicht. Andere Hersteller stellen die Batterien her. Wir müssen ein fremdes Know-how importieren. Und auch hier bei der Kohle konservieren wir wieder alte deutsche Strukturen. Und letztlich wird dieses Gesetz nicht nur dazu beitragen, dass wir unsere Klimaschutzziele nicht erreichen, es wird den gesamten Strukturwandel in Deutschland weiter verzögern. Und das wird dem Land noch sehr schaden. Wir wissen ja leider, wie das mit dem Kohleausstieg, dem sogenannten ersten Kohleausstieg, gewesen ist, also mit der Förderung von Steinkohle im eigenen Lande. Da hat es ja auch irgendwie 40 Jahre gedauert, glaube ich, bis nach dem Beschluss dann die letzte Grube geschlossen worden ist. Ich hoffe nicht, dass es nochmal passiert. Damit nehmen wir nämlich wie du sagst, dem Land die Zukunftsperspektive dadurch, dass wir die Struktur erhalten, letztendlich. Und nicht in eine neue Struktur reingehen, die uns große Chancen eröffnen würde. Was wäre jetzt die Forderung? Die Bundesregierung wird das jetzt praktisch durch die parlamentarische Gesetzgebung prügeln. Auf die SPD kann man sich nicht verlassen, weil die wollen ihre Braunkohlereviere sowohl in NRW als auch in Brandenburg retten. Was wäre jetzt die Forderung? Ja, die Forderungen, die sind eigentlich von der Energy Watch Group, die Forderungen sind schon seit langem bekannt, also erneuerbare Energien ausbauen. Vielleicht könnte man auch ganz konkret die ersten Schritte zum Kohleausstieg planen. Das heißt, wirklich eine schwarze Liste machen, welche wirklich jetzt mal in den nächsten 2 Jahren rausgehen und nicht nur zwei oder sowas, sondern wirklich mal losgehen und die auch mit Namen benennen und die dann eben abschalten und vom Netz nehmen. Das wären die richtigen Schritte und nicht erst in 2036 irgendwie hektisch dann aufräumen wollen. Vielen Dank, Ture Traber. Wir haben also in der Sendung gesehen, der Kohleausstieg ist erstens kein richtiger Kohleausstieg. Zweitens ist er ökonomisch, ökologisch sowieso unrealistisch. Aber es ist auch deshalb kein Kohleausstieg, weil es Kohle bringt für die alte Energiewirtschaft. Das war Leben mit der Energiewende TV für heute. Nächste Woche beschäftigen wir uns mit dem Thema noch einmal stärker auf politischer Ebene. Schönen Abend.